Guten Abend für den RTL Sport um Sonden. Haut man am 23. Spieltag vom Football-Championat mit dem Spitzenmatch zwischen der Fola und Hesper. Wir gucken ob Cupfinalen am Tischtennis und natürlich der Velus-Klassiker Ligue Bastnisch-Ligue am Programm. Ja, aufhängen machen wir aber wie gewinnt man Football. Und du hast ein Tabellenleader die Chance, einen weiteren Schritt Richtung Championstitel zu machen. Vorausgesetzt, die Kipp von Sebastian Grosjean Gave gegen den Swift gewonnen. Eine Serie hat aber auf diesem Spiel auch schon können, ob ein Ende gehen. Der Jacques Joseph mit den Details. Die Saison hat weder die Fola daheim ein Match verloren, noch als Hesper auswärts als Verlierer vom Terrain gegangen. Die Gäste haben heute den vollen Ersatz gebraucht, für die Decisionen der Championstitel nächstes Mal spannend zu machen. Die erste gute Aktion war für die Fola. Den Diallo spielt an Deft, der Joubert war ein bisschen miser im Ball wie den Driff. Beide Kippen haben sich nicht verstoppt und haben Hannen kaum etwas zugelassen. Ab der Viertelstunde hat der Stolz den Hymn ein erste Keier getestet. Fünf Minuten mehr spät hat der Perez das selbe gemacht, ein unsicher Aufwurf vom Hymn. Am Gegenzug hat den Drift den Hadji an Tief geschickt, mit der voller Stürmer trifft nehmen Tausendnetz. Danach war es der Sinani, den der Joubert zweimal ohne Auffällig getestet hat. Ob dieser Corner vom Stolz an der 39. Minute kapte Perez beim ersten Porto ein exzellenter Reflex vom Him, am direkt danach hat den Him diesen Weitschuss von Pedro pariert. Eng dick Minute vor der Pause schämte Stolz den Ball geschickt auf, zerweiert den Abdallah und Plateau an die Schießgäste-Affeierung. Fola hat sich direkt bemüht, für auszugleichen, allerdings als das den Escher nicht gelungen. Ob in Hohe konnten sie sogar den 0-2 geschoss. Ob der Sekunter hin kommt den Him just für den Korall und den Ball, der Perez rekuperiert, er schießt auf den Vollagol, wo der Sakras auf der Linie Schlimmeres verhindert wird, und dann ging es an Pause. Die Fola hat 3 Minuten nach dem Tee ausgeglacht. Das Flank landet beim Pimentel, der ganz lang steht, er setzt auf Indient. 2 Minuten mehr spät kämpft den Drift sich durch, kann den Diallo trotzdem nach Hause spielen, an der Scheiße die vom Gallierbirsch Affeierung. Ob der Stunde hatten Diallo nach einer Gelegenheit mit exzellent verdedigt von Hesper. Gäste tun sich weiter bemüht, an so flankte Perez an der 63. Minute auf den Abdallah, liegt zu heisch sein Kappball, klärt Rett für den Himmel. 10 Minuten mehr spät annulliert Abita das Goal vom just angewechselten Caron. Und du wäret um Abita Krüger selber, für wen's enger Blessur rausgewechselt zu gehen. Gepafft wird dann der feierte Mann, den Herr Müller. Diese schönen technischen Geste an der 82. Minute von Perez hat mehr verdient gehabt, denn ihm hat der Corner aufgewirrt. Der Stolz geht diesen auf den Leonil, den trifft Lert, und den Abdallah könnt nicht längst den Himmel. An der 87. Minute gleicht Hesper verdient aus. Denn ihm könnte nicht in das Flank, an der Stolz sieht Merci beim zweiten Porto. Mathématiquement, oui, c'est nous qui sortons vainqueurs. Dudelange, je pense, qui fait match nul aussi. Donc voilà, tout ça va quand même dans le bon sens pour nous. On a passé cet écueil de Swift. C'était un moment très important pour eux, plus que pour nous, comme on l'a dit. Et on sait s'en sortir. Malheureusement, je trouve c'est quand même dommage qu'on mène 2-1 à la 86e et qu'on donne le deuxième but à l'adversaire. C'est dommage. Mais bon. Dans l'ensemble, voilà, soyons contents du contenu et de ce qu'on a fait. Et bleu bei diesem gerechten Remis. Status quo in der Tabelle spitzt, und Fola bleibt daheim ungeschlagen, gerade wie Hesper auswärts.